schon gesehen, richtig? Und ich denke einfach mal, das war schon mal Vorgeschmack, was jetzt kommt. Ich gebe jetzt einfach mal weiter. War nicht Vorgeschmack, war das Highlight. Ja, Martin Schmitz, schönen guten Abend. Im Namen der Nico. Danke an Pyrotronics zur Verfügungstellung vom C4 und an Firma Zink, dass sie uns schon mal so ein bisschen unterstützt haben. Nummer 1, Schweiz-Vulkan, Sternzauber mit CE und K2-Zulassung. Kommt gar nichts mehr. Stand auf dem Floß mit drauf. Das ist Maschinen kaputt. Doch! Nee, ist nicht. Sekunden. Gibt's auch in rein Gold oder in rein Silber. Nummer 2, Satellite Flash, das ist eine 200 Gramm Batterie, eine neue. Nummer 3, Supersonic, auch 200 Gramm. Nummer 4 Bullet ist jetzt eine der größeren 400 Gramm. Artikel haben jetzt alle eine CE- und K2-Zulassung. Die Nummer 5 haben wir ja schon gesehen, allerdings von hinten. Das war die Out of Limits zuerst, spektakulär. Hier steht jetzt Golden Eye, war aber hier die Nighthawk, weil wir die Golden Eye im Augenblick nicht da haben. Alle Artikel sollen jetzt hoffentlich noch im Laufe der heißen Phase da im August kommen. Jetzt, die hat keine C-Zulassung, weil es halt ein Verbundartikel ist. Die hat also eine normale BAM-Klasse 2-Zulassung. Jetzt kommen wir zu den einfarbigen Rio, nenne ich sie mal. Die haben wir ja jetzt farbrein als Profilinie auf die verschiedenen 4 Farben, immer jeweils 3 in dem Karton. Nummer 6. Eigentlich wollten wir die 7 da reinschießen, weil sie von den Farben genau passt. Also ist unser normales römisches Licht, das wir auch jetzt farbrein anlegen.
haben wir jeweils immer 50. Aber fünf Stück gemacht. So, jetzt Highlight der letzten Saison, Out of Limits. So, zum Abschied schied unsere neuen Flares, Figurenlichter in Traumsternhülsen, Brenndauer 1 Minute. Ich hoffe, dass er fotografiert nicht. Man sieht recht raucharm. Gibt es bei uns auch die passenden Rahmen zu? Mit einem Rahmen kann man sämtliche Buchstaben und auch Zahlen schreiben. Ja. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend noch.